Tokio. Liebe Fans, hier ist euer Team Deutschland-Fanreporter Philipp. Ich bin für euch immer ganz nah dran an den Sportlern, das wisst ihr. Das geht ja aber dieses Jahr leider nicht. Macht nichts, ich bin einfach ganz nah dran an anderen wichtigen Menschen, nämlich an Lieblingsmenschen und wichtigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern von Athletinnen und Athleten von unserem Team Deutschland. Ich bin diesmal in Dresden und besuche die Eltern von Tina Punzel. Tina hat nämlich heute ihren Finalwettbewerb, 3 Meter Synchronen. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Ich würde sagen, wir sind angekommen und gehen einfach mal rein beim Dresdner SC. Wir wollen die Athletinnen und Athleten des Team Deutschland besser kennenlernen. Deswegen bin ich hier mit den Eltern von Wasserspringerin Tina Punzel, Jacqueline und Rainer Punzel, und möchte mit ihnen eine Runde richtig und falsch spielen. Es geht los. Tina war als Kind immer brav. Richtig oder falsch? Tina ist ja Sportsoldatin und studiert nebenbei noch Wirtschaftswissenschaften. Das wissen wir, das ist richtig. Jetzt kommt die Behauptung. Tina wird nach der Karriere dennoch ihrem Sport verbunden bleiben. Richtig oder falsch? Falsch! Du meinst, sie hört auf, gänzlich? Na, die Frage ist jetzt, wie intensiv sie dem Sport treu bleiben wird. Also ich denke, beruflich wird sie schon irgendwas machen, was jetzt nicht primär mit Sport zu tun hat. Tina ist sparsam. Richtig oder falsch? Was ist denn hier los? Wieso falsch? Also man darf ja auch mal das, was man erspart hat, ausgeben und dann aber auch mal mit vollen Händen. Tina vermisst euch in Tokio. Richtig oder falsch? Ja, natürlich. Wenn ich schon mal so einen in meiner Nähe habe, den Vater von Tina Punzel, unserer Wasserspringerin, er selbst seines Zeichens ehemaliger Wasserspringer, dann muss ich mir was zeigen lassen. Rainer, was machen wir heute? Wir versuchen mal, ob du einen Anlauf hinkriegst. Das ist eine ziemlich zentrale Phase im Sprung. Und im Synchronspringen heute werden die Mädels auch 3 Kürsprünge aus dem Anlauf machen, also ein ganz wichtiges Element. Haltet euch fest, Rainer Punzel und Fanreporter Philipp machen jetzt einen Synchronsprung. Ja! Yes! Yes, war! Wir gucken jetzt nämlich gleich den Wettbewerb und es werden noch einige Leute mehr da sein. Ne? Weitere, sind das Trainingspartner von Tina, die jetzt noch mit uns gucken, oder sind das einfach auch Vereinsmitglieder, Familienmitglieder noch vielleicht? Also Tinas beste Freundin kommt auf jeden Fall, ihre Physiotherapeutin, mit der sie ganz viel auch Zeit verbringt und die ja auch immer so ein bisschen der Kummerkasten sind für alles. Also da freue ich mich auch sehr, dass sie kommt, und natürlich auch Leute, die in Dresden den Sport voranbringen. Jetzt kommen die 3 Anlaufsprünge, die 3 entscheidenden Sprünge. Ich merke, die Spannung steigt. Wie ist es bei euch, Jacqueline? Ja, doch, jetzt wird es langsam spannend und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Rainer? Ja, jetzt geht es langsam um die Wurst. Schau mal, Tina, wer für dich da gewesen ist. Wie habt ihr es erlebt, ihr beiden? Tina, wir haben dir ganz, ganz doll die Daumen gedrückt und wussten, dass du deine Leistung abrufen kannst. Und jetzt Medaille ist einfach unglaublich. Gänsehaut pur, ja. Geil, einfach geil, genial, richtig cool. Wir freuen uns unheimlich für dich, dass das so geklappt hat, und sind ganz stolz, dass wir dich von so an bis jetzt, wo du für uns im Fernsehen springst, begleiten und sehen dürfen. Sensationell, wir sind total happy, du hast das riesig gemacht. Glückwunsch an dich und an Lena und toi 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 für den nächsten Wettbewerb. Tina, ganz, ganz viele Grüße. Wir drücken dich, wir umarmen dich, wir küssen dich und sind ganz, ganz happy und grüßen natürlich auch ganz lieb die Lena von uns. Wir sind super, super stolz auf euch. Ja, einfach danke fürs Mitfiebern, fürs Daumendrücken, für Glücksbringer mitgeben und da ist sie. Da war die Freude natürlich groß bei Tina. Bronzemedaille und die lieben Grüße aus der Heimat. Der Fanreporter hat seine Mission erfüllt und macht sich weiter auf den Weg. Bleibt dran, wir sehen uns bald wieder.